Du benötigst geeignete Orgelschuhe. Für Kinder, deren Füße noch nicht ausgewachsen sind, empfehle ich solche Gymnastikschuhe. Sie kosten nicht viel und können bei Bedarf regelmäßig ausgetauscht werden. Für Damen empfehle ich diesen Jazz-Tanzschuh. Er liegt eng am Fuß an und die dünne Sohle ermöglicht einen direkten Kontakt zu den Pedaltasten. Die Sohle ist biegsam, sodass später auch Intervalle legato gespielt werden können. Für Herren empfehle ich den Tanzschuh Diamant, der ebenso sehr biegsam ist. Ich rate dringend davon ab, barfüßig oder mit Strümpfen zu spielen. Nur mit geeigneten Orgelschuhen kann man eine ausgereifte Pedaltechnik erlangen. Es gibt viele Möglichkeiten, auf einer Orgelbank Platz zu nehmen. Die eleganteste ist wahrscheinlich diese. Die Bankhöhe muss so sein, dass man entspannt die Pedaltasten mit den Fußsohlen erreichen kann. Die Arme sollen im rechten Winkel zum ersten Manual sein. Die Sitzposition ist zwischen kleiner und eingestrichener Oktave. Auf der Tastatur ist dies das große C, das kleine C, das eingestrichene C, das zweigestrichene C und das dreigestrichene C. Der Umfang nach oben variiert von Instrument zu Instrument. Im Pedal ist hier das große C, hier das kleine C und hier das eingestrichene C. Auch hier ist der Umfang nach oben variabel. Beim Fingersatz legst du den Daumen der rechten Hand auf das C1 und zählst von 1 ausgehend mit den Fingern bis 5. Achte auf eine runde Handhaltung. Sollte dir nicht ganz klar sein, wie die Hand aussehen muss, so kannst du einen Tennisball in die Hand nehmen. Leg den Tennisball ab und du hast automatisch die richtige Handhaltung. Auch die linke Hand zählt ausgehend vom C1 mit dem Daumen als erstem Finger bis 5 nach außen. Zähle die Viertelschläge beim Spielen laut mit, sodass du von Beginn an ein gutes Rhythmusgefühl entwickelst. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bei den Achtelnoten, die nur einen halben Schlag dauern, ergänzen wir jeweils und. 1 und 2 und 3 und 4 und 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 1 und 2 und 3 und 4 und. Spitzespiel bedeutet nicht mit der Spitze wie im Ballett zu spielen, sondern mit den Fußballen und den Zehen. Spiele weit vorne bei den Obertasten, sodass du diese später auch leicht erreichen kannst. Bei den Pedalübungen kannst du dich an der Orgelbank festhalten. Thank you.
diese Pedalübung beginnt mit dem großen C. Zähle wieder auf 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kleine Kinder, deren Beine noch nicht lang genug sind, dürfen am Anfang auf der Orgelbank rutschen. Die Lehrer und Lehrerinnen werden den geeigneten Zeitpunkt sehen, wo dies nicht mehr erforderlich ist und aus der richtigen Sitzposition die Pedaltasten erreicht werden, indem man lediglich den Unterkörper in die nötige Richtung dreht.